Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, ich bin der Sven und ihr schaut The Nosy Rosy. Ja, erstmal ein großes Dankeschön an alle, die bei der Facebook-Wochenthemen-Abstimmung teilgenommen haben. Ihr habt uns wirklich viel Arbeit abgenommen dadurch, da wir zahlreiche Mails bekommen mit Themenvorschlägen und wir uns dann natürlich immer Gedanken machen, was jetzt die breite Masse interessieren könnte und was nur Einzelne interessiert. Dieses Thema, was jetzt also diese Woche läuft, habt ihr mit mehr als 60 Stimmen befürwortet. Deshalb ist es jetzt hier. Vielen Dank, gibt's bestimmt öfter. Da wollen wir doch auch direkt mit dem Wochenthema anfangen. Das dieswöchige Thema lautet... Wieso haftet an Homosexuellen das Etikett, dass sie untreuer sind als Heterosexuelle? Meiner Meinung nach, gleich mal von vorne weg, dies ist nicht so. Jeder ist, also nicht jeder, aber viele Menschen sind einfach untreu und da ist die sexuelle Orientierung vollkommen fehl am Platz. Also es ist jetzt nicht, dass die Schwulen oder die Lesben untreuer sind als die Heterosexuellen. Das finde ich überhaupt gar nicht. Ich kenne nämlich genauso viele Heterosexuelle, die ihre Partner oder Partnerinnen betrügen wie Homosexuelle. Ich habe mich mit diesem Thema lange beschäftigt, habe einige Freunde von mir gefragt, eigentlich mehr Heterosexuelle, da ja dieses Gerücht von den Heterosexuellen kommt, da die eben nicht so den Einblick in die Community haben. Ganz klares Argument bei denen war, vor allem jetzt bei den Schwulen, gibt es eben mehr Möglichkeiten, einfach schnellen Sex zu haben. Da gibt es einschlägige Online-Portale, auf denen man sich eben nicht nur für einen Kaffee trifft, sondern auch für Treffen sexueller Natur. Dann gibt es bei den Schwulen die Darkrooms, die ganzen Cruising-Areas wie öffentliche Parkplätze, Toiletten und so weiter. Und es gibt eben auch die schwulen Saunen, wo man sich dann in irgendeinen Hinterraum verziehen kann, um dort Spaß zu haben. Das ist ein großer Punkt, wieso eben Heterosexuelle denken, dass Schwule untreu sind. Was auch dazu kommt, ist, dass eben Homosexuelle insgesamt mit ihrer Sexualität offener umgehen. Da gibt es eben erstmal die Phase des Coming-Outs, wo man viel über sich und seine sexuelle Identität spricht. Genauso ist es halt einfach bei den Heterosexuellen nicht vorhanden. Also es gibt eben diese Form des Coming-Outs nicht. Deshalb wird eben den Homosexuellen allein schon dadurch eine größere Offenheit gegenüber dem Thema Sexualität zugeschrieben. Was ja auch meistens stimmt. Immerhin ist das Coming-Out, wenn man so will, ein großer Schritt in die eigene Privatsphäre, den man an die Öffentlichkeit trägt. Dann habe ich mich mit vielen unterhalten, die in einem offenen Beziehungsmodell leben. Vor allem, wie schon die ganzen Damen vor mir gesagt haben, ist halt die Community sehr viel kleiner. Und jetzt in einer Stadt wie Mainz, die zwar eine verhältnismäßig große Community hat, auch wenn das Angebot jetzt nicht so weit gefächert ist, aber es wird trotzdem viel, viel, viel mehr über die einzelnen Personen in der Community gesprochen. Freunde von mir, die eben das Beziehungsmodell einer offenen Beziehung leben, haben gesagt, dass Leute, die eben die nicht so gut kennen, die zwar wissen, dass die beiden zusammen sind, aber nicht wissen, dass sie in einer offenen Beziehung leben, dass dann da schnell auch die Gerüchte aufkommen, dass der eine den anderen betrügt und so weiter. Also es ist wirklich sehr viel Getratsche dahinter. Für mich ist auch schon, wie die Rim gesagt hat, jetzt ein Kuss ist auch für mich Untreue. Genau, also pauschal kann man da eigentlich nur zu sagen, dass das jeder für sich selbst entscheiden muss. Ich habe keine Erfahrung mit Untreue, weder ich noch einer meiner Ex-Freunde hat mich betrogen oder ich ihn. Also ich habe da wirklich eine lupenreine Weste in diesem Punkt. Auf jeden Fall, was auch ein großes Thema war,
ist diese ganze Sache mit den Gay-Partys. Also Heterosexuelle fragen sich, warum Homosexuelle lieber miteinander feiern, als auf gemischte Partys zu gehen, wenn sie eben nur den Spaß am Feiern suchen würden. Klar geht man nicht primär auf eine Party, um jetzt jemanden abzuschleppen, aber die Gefahr ist halt auf rein schwulen und lesbischen Partys wesentlich kleiner, dass man jetzt einen Heteromann als schwuler Mann anbaggert. Wenn man jetzt auf eine gemischte Party ist und man findet jemanden ganz heiß oder wie auch immer, ist halt immer noch die Gefahr, dass der heterosexuell ist. Das haben halt viele heterosexuelle Freunde von mir so noch nicht gesehen, dass halt einfach da diese Lockerheit ist. Genau, also es ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was dazu erzählen, wie das so die anderen sehen. Wie gesagt, ich finde nicht, dass es so ist, dass die Homosexuellen untreuer sind als irgendwie Heterosexuelle. Finde ich einfach nicht, ist auch bei denen genauso vertreten wie bei uns, nur dass es wahrscheinlich der Eindruck entsteht, dadurch, dass wir offener mit dem Thema umgehen, dass wir halt auch leichter zu einem Seitensprung geneigt sind. Ja, Dankeschön. Ansonsten habe ich noch eine Frage. Ich war vorhin mit einer Freundin einkaufen und jetzt riechen meine Finger nach Dieter von Tees Parfüm. Wirklich, ich rate es nicht, euch zum Kaufen. Aber wir machen ja kein Schminktutorial, deshalb machen wir mal weiter. Genau, ich habe noch eine Frage an euch und zwar bin ich Ende des Monats für 7 Tage in Portugal, 3 Tage davon bin ich in Lissabon, den Rest sind wir mit dem Auto unterwegs, aber für diese 3 Tage würde ich mich sehr freuen, wenn ihr irgendwelche Insider-Tipps habt. Es ist für mich das erste Mal in Lissabon, deshalb weiß ich nicht, wo kann man gut übernachten, wo kann man gut essen, wo kann man gut einkaufen. Habt ihr irgendwelche Tipps? Seid so gut, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich bin im Prüfungsstress. Dementsprechend habe ich das Video jetzt heute schon gedreht. Es ist Freitag eigentlich. Wünsche euch ein super schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Der Sven. Nicht vergessen, abonnieren und kommentieren. Tschüss!